Hallo zusammen hier bei Kalomet. Heute werden wir uns mit einer dunklen Seite der Fotografie beschäftigen, nämlich mit der Sternfotografie. In diesem Tutorial zeige ich dir alles Notwendige, was du über die Sternfotografie wissen musst. Sternfotografie ist faszinierend und begeistert. Sei es eine Sternformation oder die Milchstraße, die vielen Sonnen, die sich in der Nacht zeigen, sind einfach großartig anzuschauen. Alles, was du für einen soliden Einstieg in die Sternfotografie benötigst, befindet sich vermutlich bereits in deiner Fototasche. Denn dies ist ein Basic-Tutorial für Einsteiger. Man kann die Sternfotografie nämlich auch noch viel aufwendiger betreiben, nämlich mit sogenannten Star-Trackern, kleinen Minimotoren, die die Kamera dann mit den Sternen mitwandern oder mitdrehen lässt. Wir machen das hier aber vorerst einmal mit Dingen, die du bestimmt schon besitzt. Da wäre zunächst natürlich die Kamera. Sie sollte die Möglichkeit bieten, alles manuell einstellen zu können, also die drei wichtigen Parameter Blende, Belichtungszeit und ISO. Dann ein Objektiv mit einer möglichst hohen Lichtstärke, ein Stativ, damit das Foto bei langen Belichtungszeiten nicht verwackelt und dazu noch ein Fernauslöser. Eine möglichst dimmbare Taschenlampe nicht vergessen, wenn du kein Licht am Handy hast, denn in der Dunkelheit ist wirklich nur ganz sparsames Licht angesagt. Und das war's dann auch schon. Mehr braucht man nicht. Vielleicht noch eine App für den Stand des Mondes und der Sterne. Und hier würde mich dann einmal interessieren, mit welchen Apps ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Schreibt dies dann gerne in die Kommentare hinein. Vielleicht schaut auch gerade ein Astrofoto-Profi zu und hat noch einen guten Tipp in Sachen Astro-App parat. Ich erkläre dir nun die Kameraeinstellungen für die Sternfotografie. Und das tue ich hier bei Tageslicht und nicht bei Nacht. Macht ja auch mehr Sinn, so könnt ihr mich wenigstens sehen. Die meisten deiner eigenen Voreinstellungen solltest du übrigens auch schon bei Tag machen. Denn auch wenn du deine Kamera gut kennst, suchst du im Dunkeln nicht nach den Knöpfchen dann und fängst auch nicht vor Ort bei Null an. Und ein Tipp gleich vorweg. Wenn du die Location noch nicht kennst, also von ihr vielleicht nur gehört hast oder dich nur über das Internet informiert hast, solltest du dort auch nicht erst in der Dunkelheit auftauchen. Warum? Nun, bei Tage kannst du schon mal schauen, wie das Motiv aussehen könnte, welche Brennweite du benutzen willst und welche Umgebung du mit in das Foto einbindest, wie etwa einen Baum oder ähnliches. Weiter dann, welchen Weg du eventuell zu Fuß gehen musst und welche Stolperfallen sich dort befinden. Also kurzum, check die Location bei Tageslicht und vielleicht auch schon einen Tag vorher. Zurück zur Kameraeinstellung. Stell die Kamera in den manuellen Modus. Dann suchst du deinen Bildausschnitt bzw. die passende Brennweite. Sollte es später in der Location schon zu dunkel sein, dann mach ein paar Testaufnahmen, um den Bildausschnitt zu finden. Weiter geht es mit der Belichtungszeit, die auf Basis der Brennweite berechnet wird. Sternfotografen arbeiten gerne mit der Faustformel 300 durch Brennweite. Dies gilt dann für Kameras mit Kleinbildformatsensor. Beziehungsweise, wenn du eine APS-C-Kamera oder eine Kamera mit MFT-Sensor benutzt, dann 300 durch Kropffaktor der Kamera mal Brennweite. Das berechnet man so, weil auch die Erdbewegung, also die Erddrehung, bedacht werden muss. Belichtet man zu lange, ziehen die Sterne einen Schweif nach sich, sie würden also verwischen. Dieser Effekt, genannt Star Trails, also Sternspuren, kann auch ganz schön aussehen, aber wir sind hier auf einen klaren Sternhimmel aus. Angenommen, ich entscheide mich für Brennweite 24 mm, dann lautet mein Rechenbeispiel hier, da ich mit einem Kleinbildformatsensor fotografiere, 300 durch Brennweite 24 mm gleich 12,5 Sekunden. Daher würde ich mir als Belichtungszeit zunächst 13 Sekunden einstellen. Noch kurz der Vollständigkeit halber, manche schwören auch auf eine Formel mit 500 statt 300. Mit dieser Formel verlängert sich die Belichtungszeit. Da aber generell die genannte Formel erst einmal nur eine Richtung ist und du vor Ort vermutlich nachjustieren musst, ist die 300 der Regel schon okay. Nächster Punkt, das Objektiv und die Blende. Wir wissen, bei wenig Licht wird eine große Blende gebraucht, damit viel Licht auf den Sensor gelangen kann. Und wir wissen auch, Lichtstärke ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Lichtstärke. Das stimmt schon, aber du kannst auch mit einem Standard-Zoom-Objektiv mit Lichtstärke 4 einen Sternenhimmel gut fotografieren. Behalten wir also im Sinn, Blende weit öffnen. Wie weit? Das entscheidet sich in der Nacht final. Das Objektiv selbst aber kannst du schon einmal auf manuellen Fokus stellen und den Fokusring per Hand auf unendlich drehen. Denn wir wollen ja die unendlichen Weiten fotografieren. Nun zur Lichtempfindlichkeit, die ISO.
Hier solltest du einen Wert möglichst zwischen ISO 800 und 1600 wählen, wenn es geht auch gerne niedriger. Je höher die Lichtempfindlichkeit eingestellt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit des Bildrauschens. Bildrauschen ist dieses Körnigwerden der Bilder, also wenn alles kriselig wird. Wann das Bildrauschen einsetzt, hängt von deiner Kamera ab. Vielleicht probierst du das vor dem nächtlichen Shooting einmal aus, wann das Bild bei deiner Kamera zu rauschen beginnt. Dann weißt du, über welchen Wert du nicht hinausgehen solltest. Und noch eine Sache, die auch mit der Kameraeinstellung und Licht zu tun hat. Wenn es geht, dann stellt die Helligkeit bei eurem Kameradisplay auf die niedrigste Stufe, denn selbst die ist hell genug in der Nacht und blendet so weniger. So, Stativ hatte ich eingangs schon erwähnt und damit beim Auslösen nichts verwackelt, kann man einen Fernauslöser per Funk oder Kabel oder ganz einfach den kamerainternen Selbstauslöser mit einer Vorlaufzeit von mehr als 2 Sekunden nutzen. Schaltet dann auch den kamerainternen Bildstabilisator aus, wenn eure Kamera so etwas hat. Wer mit einer Spiegelreflexkamera arbeitet, dem empfehle ich noch, die Spiegelvorauslösung zu aktivieren, damit hier wirklich keine Bewegung in der Kamera ist bei der Belichtung. Ist dann die Nacht gekommen und du belichtest mit den eben besprochenen Einstellungen, wirst du eventuell noch nachjustieren müssen. Dafür hast du 3 Möglichkeiten. Die Blende öffnen, soweit dies Objektiv das zulässt, die Belichtungszeit verlängern, aber nicht so weit, dass die Sternpunkte zu Streifen werden, und drittens ganz sachte die ISO, also die Lichtempfindlichkeit, erhöhen. Jetzt kennen wir die technischen Parameter. Eine gute Planung gehört bei der Sternfotografie aber immer dazu, denn tatsächlich eignen sich nur wenige Tage rund um den Neumond, um Sterne gut fotografieren zu können. Neumond ist ja das Gegenteil von Vollmond, und bei Neumond ist eben der Mond am dunkelsten und damit keine störende Lichtquelle am Nachthimmel. Störende Lichtquellen aber sind die nächtliche Beleuchtung, und dies eben besonders in dicht besiedelten Gebieten, sprich Städte. Damit meine ich nicht die Straßenlaterne, unter der du sowieso nicht stehen solltest, sondern den riesigen Lichtkegel, den Städte in Richtung Himmel erzeugen und der kilometerweit zu sehen ist und der viele hundert Meter nach oben reicht. Auch hierfür findest du im Netz Seiten und Landkarten, worauf du die hellen Ballungsgebiete findest und damit dann etwas meiden kannst. Beziehungsweise findest du auf den Karten die Gebiete, in denen es besonders dunkel ist. Das Wetter spielt dann ebenfalls eine große Rolle. Gibt es Nachtnebel oder sind Wolken am Himmel, wirst du nicht bis zu den Sternen durchdringen können. Hier sollte man immer den Blick auf die Wetterkarte mit einbeziehen. Wenn du mal als Suchbegriff Wetter für Astrofotografie oder auch Astrowetter eingibst, dann gelangst du zu einschlägigen Seiten. Hier kannst du dann sogar sehen, wo sich gerade eine dicke Wolkendecke befindet und wo es klar ist, beziehungsweise es einen freien Blick zu den Sternen gibt. Die Sterne und der Mond selbst befinden sich dann auch nicht immer an der gleichen Stelle, weil ja alles in Bewegung ist. Für die Vorbereitung, was da am Himmel passieren wird, kann man dann auch so manche App nutzen. Dies hatte ich ja am Anfang schon einmal angesprochen. Wenn dann die Sternenfotos angefertigt sind, sollte noch eine Bildnachbearbeitung folgen, um die Fotos noch kraftvoller wirken zu lassen. Die Belichtung und den Kontrast gerne vorsichtig etwas anheben, sowie Lichter verstärken und Schatten verringern. So, und nun seid ihr dran. Habt Spaß mit der Sternfotografie. Na dann, macht's gut und wir sehen uns bei Kalomet. Ihr seid ja immer noch da. Naja, dann könnt ihr auch noch das Video hier anschauen.